Do something in real life ist unsere Motivation, die Leute weg vom Computerspielen, vom Handy zu bringen und dieses real life kennenzulernen, ja, draußen was mit Freunden zu unternehmen, aktiv zu werden, kreativ zu werden. Ich finde es einfach immer voll krass, wenn man sich sowas überlegt und am Anfang so einen Gedanken hat, ob das jemals halt funktioniert. Es ist im Laufe der Zeit halt immer größer geworden, wir haben immer mehr Sachen erreicht. Eins der Highlights war das U-Boot aus Badewannen, was wir gebaut hatten. Das ging richtig ab auf YouTube und dann natürlich die fliegende Badewanne. Ich habe jetzt, glaube ich, vor etwa einem halben Jahr meine dritte Krebsdiagnose bekommen. Es ist mega schwer für uns alle. Man will seinen besten Freund so nicht sehen. Er wird halt eine riesen Lücke hinterlassen, die noch niemand füllen kann. Jeder Mensch hätte Angst, jeder Mensch wäre verzweifelt. Ich mache die Doku nicht, weil ich jetzt sagen will, boah, ich bin so ein geiler Typ, ich bin so stark irgendwie, weil das bin ich wirklich nicht. Und von mir aus würde ich, glaube ich, nur noch in meinem Zimmer liegen und denken, boah, mein Leben macht überhaupt keinen Sinn so. Wenn er noch einen Plan für mich hier auf der Erde hat, solange er den Plan hat, wird er mich da durchtragen. Und das ist voll schön einfach zu wissen. Und das mache ich mir dann jeden Morgen auch echt so bewusst.